Hallo. 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 Wo sind wir denn heute? In welchem mediterranen Land? Im Land des... Ruckel die Zuckel. Im Land des Ruckel die Zuckel. Ruckel die Zuckel. Sehr nice. Na gut, herzlich willkommen zurück. Sorry für Schauwohl, das letzte Folge. Also, ja, ich muss mich auch nur für Raffi entschuldigen jedes Mal. Das geht einfach gar nicht. Das Verhalten, das ist ja schon Standard. Davon muss ich mich distanzieren. Das ist ja schon Standard. Wofür willst du dich entschuldigen, bitte? Ich für dich. Ja. Ja, dass du so abgekackt hast. Und wegen dir die Folge gestern so lange. Ich habe überhaupt nicht gekackt gestern. Das wüsste was? Ich. Ich habe nämlich Verstopfung. Mhm. Oh nee, du musst Feigen fressen. Die sind zu feige, ich finde die nie. Voll gut wieder, ne? Verstehst du denn so feige, ne? Geil. Was haben wir denn heute vor? Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, ob man dieses Division-Siegel in der Quarry irgendwie mal so platzieren könnte an der Ecke. Oder hast du da bessere Ideen? In der Quarry in der Ecke. Also jetzt nicht da, wo die Quarry gerade ist, sondern in unserem Keller quasi. Dass man damit eine effektive Monsterfarm bauen kann oder sowas. Nein, ich hätte es halt draußen gemacht und damit das Silktouch abgebaut, weil ich glaube, du brauchst ja ein Mondlicht, oder? Weiß ich nicht, soll ich es mal probieren? Ich habe mir extra Dirt... I can't see the moon. Ja, nee, das Siegel, bei der Beschwörung brauchst du das. Ja. Aber jetzt ist das Siegel ja aufgeladen. Ich will das jetzt mal probieren. Das heißt, du kannst jetzt die Erde zu Cursed Earth machen, oder was? Ich denke schon, dass das nämlich der Sinn von dem Siegel ist. Ich probiere das jetzt hier unten aus. Warte, wo bist denn du? Ich bin unten und dann... siehst du mich? Warte, wo bist du? Ich bin links quasi von der Quarry. Hier. Hier? Nein. Hä? Jetzt bist du über oder unter mir? Da bist du. Ah, da. Hallo. Ah, da. Hi. Machst du es hier oder was? Ich wollte jetzt so eine kleine Plattform mal bauen, um zu gucken, ob das geht. Ich meine, wir haben jetzt 256 Benutzung. Leuchtet das jetzt so komisch oder was? Ja, das leuchtet. Okay. Also wie, als ob man es aktivieren könnte beim Ritual. Da hat es genauso geleuchtet. Ich finde das ja total spannend. Ich habe ja wenig Ahnung davon. Wahrscheinlich werden sich jetzt alle schon wieder denken, was ich für einen Scheiß mache, weil die das ja alle wissen. Aber naja, ich finde das halt cool, wenn man so Sachen erkunden kann, die man noch nicht weiß. Ja, so selber ein bisschen davor. Das ist so dieses Anfangs-Minecraft-Gefühl, weißt du? Ja, ja. Wenn du später alles in Minecraft weißt, ist das zwar vielleicht noch spannend, was zu bauen, aber das Entdecker-Gefühl ist einfach nicht mehr da. Pass auf, ich probier's jetzt mal. So. Geht nicht. Ach, machen wir mal die Fackel weg. Geht nicht. Nice. Hammerfett. Gut, dass wir diese Ebene gebaut haben. Ja. Das war schon sehr bosshaft von dir, muss ich schon sagen. Like a boss, jawohl. Hm. Oh Mann. Du Nudel. Also, ich hatte fast gesagt, wir machen uns heute mal Power Armor. Also hatte ich jetzt mal vor. Ja. Damit wir mal eine kleine Rüstung haben und so. Agathe, Power Armor. Weil ich glaube fast, die Power Armor ist besser als die Quantum, weil mit der Quantum kannst du nicht fliegen. Und für die Power Armor brauchst du nicht Euro Matter. Das heißt, es ist nochmal besser. Oder? Ja. Das ist okay. Dafür brauchen wir aber erstmal voll den coolen Tisch, ja. Wir haben noch 4 Emeralds. Was? Das ist ja gar nichts. Also ich meine, der Helm ist ganz einfach, ne? Ja, sind alle relativ einfach zu bauen. Du musst dann halt einzelne Komponenten bauen, die ein bisschen schwerer sind. Power Armor, sicher? Für Power Armor brauche ich da immer nur Refined Iron und Electric Circuits. Ja. Und das sind schwere Komponenten jetzt? Nee, du brauchst für die einzelnen, also das ist dann deine Standardrüstung, aber die allein kann doch nichts. Ach so, ah. Da musst du dann erst Module draufhauen, damit die was kann. Ich wollte gerade sagen, halt ein bisschen mehr. Wollen sie mich verarschen? Das ja, wollte ich jetzt sagen. Brauchst du deine eigene eigentlich? Ich baue jetzt meine eigene, ja. Okay, dann muss ich nicht zwei bauen. Wir haben aber keinen Rubber mehr, gell? Hab nochmal 63 reingetan. So, dann brauchen wir, also ich brauche Refined Iron. Hast du alles rausgenommen? Nein. So, ist wieder was drin. ich war's nicht, ja. Ja, ja. Die Zuschauer können es bezeugen, dass ich da total, unschuldig bist. Genau. Ja. Mitte unten und da war's oben, alles klar. So, einen Helm habe ich schon mal. Dafür brauche ich, Alter, so viel. So, dann war das hier, ne? Brauche ich
So. Das Teil. Electric Circuit. Oh, wie baut man das? So war die Hose, okay. Ah, das ist ja eigentlich an sich schon mal nicht schwer zu bauen. Ja. Wahrscheinlich werde ich dann bei den Modulen verzweifeln, aber das ist ja auch egal. So, ich bin fertig. Ich auch. Zack, zack. Kannst du die nämlich schon mal anziehen? Was mache ich dann mit dem Rest meiner Rüstung? Brauche ich den nicht mehr? Nie wieder? Schaut nämlich schon mal voll geil aus. Warte. Boah, das sieht echt geil aus, ja. Der Helm, der ist krass. Ja, echt geil. Vor allem kannst du es dann noch färben. Aber schau, jetzt habe ich hier schon den Tinker-Table gebaut. Da machst du einfach einen Rechtsklick drauf und dann siehst du hier links das... Oh, was? Das Texture-Pack ist irgendwie ein bisschen schlecht dafür. Siehst du? Das ist alles nur... Alter, Hilfe! Ja. warte, kann man nicht irgendwie Texture-Packs hier ändern? Texture-Packs, machen wir Default rein. Das dauert bestimmt jetzt wieder ewig. Das werden wir gleich sehen, wie die Burg in Default ausschaut. Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant, oder? Ich würde sagen, ja, wir machen gleich mal einen ganz kurzen Rundgang, um uns das mal anzugucken. Ja. Vor allem möchte ich auch den Keller sehen. Krass. Ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, man kann es schon lassen. Aber jetzt, hä? Warum ist es noch immer so verbuggt? Na toll. Wo liegt denn das bitte? How much lighter than plating but consume energy? Ja gut, das, wenn wir die Bilder nicht sehen, ist das nicht so schlimm. Also man könnte es trotzdem noch machen, aber es schaut halt hässlich aus, finde ich. Ach, man kann sogar Heatsink drauf machen, das heißt, man kriegt dann keinen Feuerschaden oder was? To soak up heat. Ja, anscheinend. Up here, wrist armor set of forged integrated into your armor. Okay, und dafür brauchst du halt dann unten immer die einzelnen Module, woven silk oder basic plating oder energy shield. Na gut, aber ich schau trotzdem mal ein bisschen rum. Ja, ich auch. Ja, krass. Juhu. Das Default Texture Pack schaut gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ja, das Gute ist jetzt, wir haben voll die hochmoderne Rüstung an und kraxeln hier dann so durch Pixelwelten. Ja. Ah, jetzt sollte Scheiße. Man auch nicht darunter fallen, ne? Man hat ja keinen. Warum ist denn die Milch hier bitte orange? Die ist ein bisschen älter. Oder stellst du Zitroneneis her? Orangeneis, liebe Kuh? Zu viel Orangensaft getrunken, oder was? Mhm. Oder wir saugen da am falschen Ventil ab. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Toll, ich komme ja auch gar nicht rauf, ne? Ja, ich habe mein Jetpack wieder angelegt dabei. So, was wird mir denn jetzt rechts mit 12,4K angezeigt in der Spalte? Ja, das ist, glaube ich, deine Energie. Also habe ich schon Energie, ist ja super. Ich glaube schon. Und wo steckt, krasser Scheiß. Wo steckt die denn? Boah, wie dieses Cube oben ausschaut. Guck dir mal das eigentlich orangene Holz hier unten an. Warte. Welches orangene? Ganz unten. Beim Bier? Ja. Warte, ich komme. Das ist ein bisschen anders hier. Ach, die Türen sind auch cool hier unten. Ja, ein bisschen anders. Guck dir mal die Türen an mit Pumpkin und unten hier das Feed the Beast-Ding drauf, ne? Die Kralle. Ja. Dann muss ich mir noch den Cube anschauen. Aber ich glaube, mein Jetpack gibt das nicht mehr her. Doch. Ja gut, der Cube ist einfach, ne? Ja. Na gut, aber ich glaube, ich hau das Normale wieder rein. Also, das für uns Normale. Ja, so, ich auch. Hat ja keinen Unterschied gemacht. Eben, es dauert wieder ein bisschen. Ich kann ja dabei in der Kommentarfrage an. Welches war das denn jetzt? Das ist die Frage. Ich glaube, es war das. Ich habe hier leider zwei. Das, ja, ich habe auch zwei, aber das eine ist bei mir schlecht. Na, das sehe ich ja dann. Das waren dann anderen falsch. Ich weiß gar nicht mehr. Das eine hast du mir, glaube ich, geschickt und da war ja die Hälfte nicht drin, ne? Das kann sein. Ja, ich musste mich ja wieder drum kümmern. So war das. Mhm. Ja. Schau, wenn es sonst keiner macht. Hallo. Geht Hallo. Doch. Ja, das war nämlich das Schlechte. Jetzt habe ich genau das Falsche bekommen. Nice. Da ist nämlich hier immer noch die Standardtextur am Atomreaktor. Achso, okay. Ja, wie gesagt, wenn man sich nicht selbst drum kümmert. Aber komm hier, du wolltest einen Penis raushauen, oder? Oder sollte ich? Oder willst du? Hast du einen? Du wolltest doch, oder? Benutz ihn. Okay, dann lese ich gerade vor. Ich bin ja hier sowieso gerade im Menü. Ja, eben. Eigentlich eine sehr einfache Frage, denke ich zumindest, von Tiddymond. Kommentarfrage, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen Freunden oder YouTube. In Klammern, keine Let's Plays mehr mit Freunden. Was würdet ihr wählen? Ja, was?
Also ob ich jetzt Let's Plays mit Freunden machen würde oder alleine? Ja, entweder das oder gar nicht mehr, würde ich mal jetzt so schätzen. Also, dass du quasi nicht mehr die Wahl hast, das zu verbinden. Ich meine, man kann es ja auch so mal generell so aufblättern, Freunde oder YouTube. Wenn du jetzt Leute über YouTube kennenlernst, sind das auch Freunde? Dann ist das eigentlich auch behindert. Zum Beispiel wir sind keine Freunde. Oh. Das ist eigentlich eine schwere Frage, finde ich. Ich bin jetzt fast durch den Burgschaden, also den Fallschaden von der Burg gestorben. Weil ich die Longfall Boots nicht an. Naja, war ich vorher auch fast. Eigentlich eine schwere Frage, finde ich. Beides. Das Gute ist halt, ich muss mich jetzt hier nicht wirklich entscheiden. Also, ja. Ich will mich auch nicht wirklich entscheiden, weil ich ja eigentlich beides haben kann. Also mich hält ja nichts davon ab. Aber was ist zum Beispiel, wenn deine Freunde jetzt sagen würden, entweder du spielst mit uns oder wir sind keine Freunde mehr. Sprich, wir müssten oder wir würden die Freundschaft beenden. Was würdest du denn? Ja, das sind sowieso keine gescheiten Freunde. Da hätte ich dann kein Problem mit. Ja, aber was ist, wenn die auch was vom Ruhm abhaben wollen? So ein Schnitzel vom Ruhm. Dann sind das keine richtigen Freunde für mich. Da hätte ich da kein Problem mit. Was packe ich mir denn da jetzt drauf, Raffi? Ja, ich schaue gerade. Also ich glaube, Energy Shield ist das Beste. Also ich kann immer nur eins aus der jeweiligen Sektion drauf haben, oder was? Nee, nicht zwingend. Okay, das heißt, Energy Shield braucht was? Force Field Emitter. Zwei davon. Achso, ja. Force Field Emitter. Force Field... Also ich muss ja sagen, das Gute ist, ich habe eigentlich keine Freunde, die irgendwie sowas aufnehmen wollen. Du hast keine Freunde? Nee, ich habe keine Freunde. Ich finde den Emitter nicht. Emitter. Force Field Emitter. Da ist er. Achso, ich habe einen D dran gegangen. Okay, das ist schon mal gut. Uff, der so, ne? Soul. Ja. Wiring. Einspeichern, Raffi, einspeichern. Einspeichern, meinst du? Ja. Okay, dann müssen wir erstmal Wiring einschalten. Einspeichern mit Gold Cable und Redstone. Ja, ich glaube, wir haben keine Patterns mehr. Aber wir waren ja immer noch bei dem Thema, ne? Also. Ja. Ich habe jetzt nicht sonderlich viele Leute, die sagen, hey, lass mal was aufnehmen. Das war so bei mir das Problem am Anfang, dass ich eigentlich Leute gesucht habe aus meiner Umgebung, die das vielleicht auch machen wollen. Aber so meine Freunde jetzt aus meinem wirklich realen Umfeld, die machen sowas halt gar nicht. Und ja, deswegen habe ich ja dich kennengelernt. Oh, das finde ich jetzt auch schon nett. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich die Materialien dafür gar nicht brauche. So, Machine Block haben wir ja drin, ne? Dann mache ich Solenoid einspeichern. Hab ich doch schon. Achso, nein. Du hast gerade das Wiring eingespeichert. Ja, genau, gibt's Wiring. Dann machst du das Solenoid und dann. Dann mache ich noch das Force Field Emitter. So. Okay. Gut, dann haben wir das nämlich schon mal komplett eingespeichert. Jo. Clear. Ja. Das ist eigentlich schwer. Das ist genauso wie wenn du sagst, keine Ahnung, was zwei Sachen, wo du eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Das ist eine behinderte Frage. Danke, lieber Zuschauer, für diese behinderte Frage. Oder was willst du damit sagen? Danke. Nein. Das schaut voll cool aus. Also eigentlich ist es eine gute Frage, ja? Ja, schon klar. Wenn du so am Grübeln bist. Aber ich glaube, ich würde echt YouTube nehmen dann. Ich meine, wenn ich Freunde habe, dann würden die auch sagen, ja gut, passt nix. Also wirklich echte Freunde. Oder passt, also macht nichts, passt schon. Ja, also es ist wirklich die Frage, warum ich mich entscheiden müsste. Wenn mich jemand jetzt vor die Wahl stellt, dann wäre es anscheinend wirklich kein guter Freund, ne? Ja, eben. Deswegen, ja. Denn es gehört ja auch immer damit zusammen, die Leute so zu respektieren, wie sie sind und was sie machen. Und ich meine... Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Von wegen, ja, du lässt mich nicht mit deiner neuen Lego-Eisenbahn spielen. Entweder ich darf mitspielen oder wir sind keine Freunde mehr. Ja, genau. Das ist ungefähr dasselbe, ne? Also YouTube ist nur ein anderes Spielzeug. Das kann man ja mal so sehen. Jo. Jojo. Aber wenn mich jetzt quasi Gott vor die Wahl stellen würde. Den es ja nicht gibt. Ja, also Mojang, der Gott, meine ich. Ne? Achso, okay. Der Gott Mojang. Ja. Also, wenn es wirklich gute Freunde sind, natürlich, ja. Es gibt ja auch so B- und Z-Freunde. B, C, D, E, Z-Freunde und so. Die würde ich abstoßen. Hast du schon die Force Field-Dinger da gemacht? Ich habe 4 jetzt einen Auftrag gegeben, aber uns fehlt Gold Cable. Okay. Machen wir das gleich nochmal. Das haben wir alles eingespeichert, ne? 3 Gold. Achso, brauchst du unisoliertes oder was? Ja. Ich mach schon. Das ist leider nicht eingespeichert.
Schubiduba. Oh, und der Tisch craftet das jetzt ganz langsam, oder wie funktioniert das? Wie, der craftet das ganz langsam? Ach so, nee, du hast die hier gecraftet, aber es fehlt das Goldkabel. Ah. Nee. Doch, es fehlt das Goldkabel noch. Da fehlt Refined Iron bei dem Force Field. Iron. Boah, ey, wir haben fast keinen Iron mehr, gell? Ja, ich glaube auch. Scheiße. Nur noch 3000 ja, Erze. Unverarbeitet. Ja, ja, deswegen sage ich ja Erze. Ich weiß schon, was du meinst, Raffi. Ja, ja. Bin ja nicht blöd, ne? Ja. Nein. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, wie der die Energie berechnet, die ich an der Seite stehen habe, die 23,7. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, da hat sich auch einiges verändert seit dem letzten Mal, wo ich das benutzt habe. Das gibt nämlich irgendwie Heat oder so, glaube ich. Und wenn du zu viel Zeug drauf haust und nicht aufpasst, dann überhitzt sich das irgendwie und dann nimmst du Schaden oder irgendwie sowas. Also, da sollte man auch aufpassen teilweise. Also ich verliere auf jeden Fall Energie, wenn ich mit dem Jetpack rumfliege. Das scheint ja irgendwie mit anzuzeigen, nur passt halt die Zahl nicht ganz. Das ist ein bisschen komisch, ne? Vielleicht ist es wirklich die Gesamtenergie. Oder nimm das Jetpack jetzt einfach mit, weil du irgendwie, weil er es nicht erkennt, den Unterschied. Na gut, das kann natürlich sein. Warte, wenn ich es rausnehme, dann steht die Energie immer noch auf dem gleichen Stand. Naja, egal. Ja. Kümmere ich mich nicht drum. Keine Ahnung, man. So, wie viel Iron brauchen wir? Refined. Warte, 7 waren das, glaube ich, oder? Ja gut, dann haben wir 6. 6. Ja, passt. Klopf so, rein zack. In die Kiste. Jawohl. 7. Einer ist fertig. Also kannst du so rechnen, wir brauchen mehr davon. Kannst du so rechnen, wir brauchen noch mehr. Grob geschätzt brauchen wir mehr davon. Okay. Jetzt brauchen wir wieder mehr, siehst du? Du stellst dich mit deinem ganzen Körper davor, ich sehe so wenig irgendwie. Nur weil ich dick bin, ja? Puh. Ja, das wollte ich damit sagen. Aber ich bin gar nicht dick, das war eine Fangfrage, du hast leider verloren. Oder ich habe verloren, das weiß ich noch nicht. Du hast verloren. Das muss ich mir nur überlegen, wer jetzt da genau verloren hat. So, wir brauchen... Ich glaube... Nein. Doch? Keine Ahnung. Das wird schon passen. Jetzt klopft da doch mal ein bisschen Refined Iron rein. Ja, das kann es doch macht nicht, doch gerade. Es kann doch wohl nicht das Problem sein, dass das hier so lange dauert. Der macht gerade noch ein normales Iron, so. Mann, Mann, Mann. Ich klopfe mal 9 rein. So, ist jetzt fertig. Nein, es fehlen 5. Ja, und es ist erst einer fertig, ne? Also es dauert noch ein bisschen. Echt? So viel Iron brauchen wir? Na, es fehlen noch 3, steht oben rechts. Krass. Ist aber echt scheiße. Also wie gesagt, die Module kosten halt ein bisschen was. So, jetzt klopfe ich noch ein bisschen Iron rein. Aber ich frage mich gerade, die brauchen ja nur für den Maschinenblock. Ach, warte mal. Ja, jeder... Die brauchen 4 Machine Blocks, also 36 Refined Iron pro Force Field Emitter. Ja, das ist natürlich schon eine Menge. Und 36 ist es ja mehr als ein halbes Stack, ne? Ja. Habe ich in der Schule gelernt. Wir haben nämlich Minecraft-Kunde. Nice. Das haben wir leider nicht. Das wurde bei uns abgeschafft. Ja, das gibt's auch nur noch in den Städten, in denen die Gamescom ist. Achso, okay. Das ist auch schon ein bisschen diskriminiert. Ja gut, das ist halt die Elite-Stadt der Spiele, ne? Deswegen. Das ist quasi wie eine Uni. So, gut, dann können wir schon mal was anderes schauen, während das hier macht. Ja. Also Energy Shield, Heat Sinks, Afflict Player Fighting to Soak Up Heat. Das ist wahrscheinlich gegen, ja, würde ich jetzt mal nicht draufhauen. Jedenfalls würde ich überall eine Elite-Battery drauf tun, das heißt, dafür brauchen wir HV Capacitator. Capacitator. Wie heißt das? HV. HV. Wo ist es denn? Upgrade Batteries, Power Crystal. Ah, da. HV Capacitator. Da. Lapatron Crystal und Wiring mal wieder. Ich speichere jetzt mal Gold Cable ein, gell? Kann ja nicht schaden. Lapatron Crystal können wir auch. Ganz einfach craften, ne? Haben wir auch eingespeichert, oder? Ja, haben wir eingespeichert. Warte, dann speichere ich gleich noch das da ein, oder? Den HV-Capacitator? Ja gut. Sonst hätte ich das nämlich gerade gemacht. Gut, gut! Ups, mein Safari-Netz. Nein! Doch. Ich hab's vercraftet. So. Ja, dafür brauchen wir aber auch wieder. Oh Mann.
Düdelüdelüdel. Rainer mit 54 Barren. Komm, da muss da was gehen. Gold Cable fehlen. Hab ich doch eingespeichert. Sicher, Raffi? Sicher? Gold. Hä? Hast du mit rechts Shift-Klick draufgeklickt, Raffi? Nein. Achso, ich habe encoded. Das ist falsch eingespeichert. Ja, genau. Warte. Ja, egal. Shift-Rechts-Klick meinst du, kann man es löschen? Wenn du oben drauf Shift-Rechts-Klick machst auf den Würfel, das hatte ich ja schon mal. Aus Versehen. Das wird schon passen, so. So, jetzt ist drin. Ist jetzt weg? Ah, ja, jetzt. Guck mal, er craftet durch. Fertig, juhu! Fertig, nice. Boah. Jetzt kriegt jeder eins davon. Wie heißen die? Das hab ich schon wieder vergessen. Force Field Emitter. Jeder kriegt zwei Was? Davon. Ja, manche. Das sieht auch aus, als hättest du dicke Kopfhörer so an den Wangen. Voll stylisch, gell? Ja. Muss dann auch mal raus. Hab ich doch. Nein, hast du nicht? Natürlich habe ich meine Kopfhörer auf. Force Field Emitter, meine ich. Ach so, ich dachte, du gibst mir die. Nein. Boah. Energy Shields. Install. Zack. Armor Energy, dann hau ich das einfach auch mal voll. Dann kannst du nämlich rechts noch hier einstellen, wie viel. Achso, wie viel Damage für Energy geopfert wird, oder was? Ja, anscheinend. Ich mach einfach mal voll. Warum nicht? Ja, komm, für den Anfang. So ist das jetzt. Moment, ich jetzt wieder raus. Wir brauchen übrigens noch mehr Batteries. Hm? Wir brauchen 1, 2. Was? Was ist denn jetzt passiert? Hm? Was? Warte mal, Gott. Energy Shield. Hä? Ich glaube, ich habe gerade das deinstalliert und dann geht dir einer verloren. Das war keine Absicht. Warum deinstallierst du das denn wieder? Weil da nicht deinstall stand, sondern irgendein komisches Wort, was ich nicht kannte. Da habe ich einfach mal drauf geklickt. Schavo. Viel zu lernen. Schavo. Hast du das jetzt gemacht? Was? Wir brauchen übrigens 8 HV-Capacitators, gell? Weil wir für jedes Rüstungsstück eine Batterie brauchen. Ja, das war mir ja sowieso klar. Echt? Wie ist denn das? Also ich kann jetzt hier den Damage einstellen? Also wie viel davon abgefangen wird, ne? Ja, Lapatron Crystals sind doch eingespeichert. Ja, eigentlich schon, ne? Warum fehlen dann da Lapatron Crystals? Kann ich das jetzt so runterdrehen oder wie funktioniert das? Achso, geht das, cool. Aber das sieht man nicht am Anzug, oder? Diamonds haben wir noch. Lapatron. Haben wir das mit vollen eingespeichert? Achso, wir haben es mit vollen eingespeichert. Ah, okay. Jetzt geht's. So. Ja, warte, können wir es auch mit halben einspeichern? Also mit. Warte, gib nochmal das Rezept her. Welches? Was für ein Rezept? Das hier. Wir müssen das nämlich mit einem halben, also nicht mit vollen einspeichern. Das war nämlich das auch das Problem mit den Jetpacks. Dass wir das mit vollen Lapatron Crystals eingespeichert haben. Ja, da denke ich mir dann aber wieder, das System ist an sich so schlau, ne? Aber das funktioniert dann wieder nicht. Uns fehlt irgendwas. Rubber. Was denn sonst? Was ist denn deinen elektronischen Bohrer? Das ist, glaube ich, im System. Das System ist das Problem. Ja. Wie heißt denn der? Ah, ich habe ihn sogar. Passt schon. Gut, dann kümmere ich mich ein bisschen ums Eisen. Ach, verdammt, mein Jetpack. So. Ich will fliegen. Wie ein Vogel, so frei. Jetzt nochmal. Oh, ich bin fast tot. HV, denkst du? Capacitator brauchen wir davon, gell? Mhm. Beginnen. So, ja genau, jetzt fehlt uns nämlich Rubber. Rubber is all we need. Hey, hey. We need some Rubber. Deine Lieder langweilen mich ein bisschen. Aber es ist immer das gleiche Lied. Was passt so? Das ist so passend. Aber bevor jemand hat gesagt, wir können die Wand, also die Rubber-Teile, wo die Sticky Resin drin sind, auch einfach abbauen und auf eine Wand setzen. Wie, was? Also es gibt ja diese Baumstämme, wo das gelbe Zeug drin ist. Ja, genau. Die sehe ich. Genau, die können wir einfach abbauen und auf eine Wand, also so als Wand hinsetzen. Okay. Dann müssen wir nicht immer hier die Bäume holen, aber ich habe eigentlich kein Problem mit. Ich auch nicht. So ein bisschen Natur muss ja beibehalten werden. Wir bauen ja nichts Hochfuturistisches, sondern
mittelalterliches Schloss mit ME-System. Eben. Das ist eigentlich wie so ein Schloss heutzutage. Drin stehen die Computer, ja, aber das Schloss an sich ist so voll altmodisch. Finde ich gut. Ja, finde ich voll stylisch. Ja, das muss so. Ja, toll. Uns fehlt nur Rubber, gell? Ja. Haben wir doch gut. All we need. Hey. Ich weiß nicht, ob wir das Lied schon mal hatten, aber ich dachte, das wäre jetzt mal ganz angebracht. Achso, okay. Tut mir leid. Es fehlt noch mehr Rubber. Boah, ey. Noch mehr Rubber. Wie kann ich denn meinen Helm färben? Da brauchst du so ein Custom Color Module. Boah, du brauchst für jeden Scheiß irgendwas. Anstatt das einfach mal ins Crafting-Menü zu donnern oder so. Wie hieß das? Customize oder was? Custom Color Module oder sowas. Ist ganz unten, glaube ich. Schau mal nach, hier. Color Cooling System? Nein. Special. Active Camouflage? Nein. Was ist denn das? Oder gibt's das nicht mehr? Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Custom Color. Also mit Color finde ich jetzt nicht so die spannenden Sachen. Magnet, Active Camouflage jedenfalls. Was haben wir noch? Nee, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Schau mal. Boah, jetzt muss ich hier so einen weißen Mond auf den Kopf tragen. Oh, ja. Ich sehe aus wie ein Außerirdischer. Cool, warte, hier hast du deine ganzen Sachen für deine... Juhu! Kannst du überall schon mal eine Elite-Battery draufhauen. Yes! So langsam aktualisiert sich bei mir auch das Texture-Pack, ne? Ja, voll komisch irgendwie. Es macht zwar keinen Sinn, aber... Elite-Battery. Jetzt kannst du hier noch einen Solar-Generator draufhauen. Hier noch ein Kinetic Generator, hier noch nix und da noch ein Thermal Generator. Das heißt, die Energie wird sich ab und zu mal wieder aufladen. Aber wenn du jetzt mal schaust, das dürftest du sogar Energie haben, ja? Warte. Elite Battery, so. Wie stellt das der Thermal from extreme amounts of heat? Also wenn man Lava näher ist, lädt sich das auf? Jo. Und was kann ich da unten jetzt noch dran einstellen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Mit dem Tier oder was bedeutet das? Dem was? Ich kann ja in den Batterien rumfummeln. Da steht. Ah ja, genau, wie viel Energie halt reinpasst. Dann mache ich ja voll, oder? Nein, würde ich nicht machen. Wieso? Weil du dann auch mehr Weight kriegst. Ach so, das heißt, auf was geht man? Battery Size. Ich habe einfach auf 750 Kilojoule. Das niedrigste. Also ganz unten gelassen alles. Okay. Ja. Na gut. Reichen. Wenn du das sagst, dann lasse ich das so. Jo. Aber dann würde ich sagen, wir Maker Stoppi hier und machen nächstes Mal vielleicht sogar weiter mit der Power Armor. Ja. Und dann ansonsten. Vielen Dank fürs Zugucken und nicht vergessen zu sagen, warum Mistcraft nicht geht. Ich rühre nochmal ein bisschen. Ich auch. Juhu, tschüss. Schönen rührigen Abend noch. Rührigen Abend. Tschüss. Ciao.